Chrissy, morgen geht's gegen Manchester City. Zweites Gruppenspiel steht an. Wichtigste Frage vorneweg, aber wie geht's dir eigentlich? Es waren intensive Wochen, jetzt auch am Wochenende wieder ein Topspiel gegen die Bayern. Konntest du dich ein bisschen erholen? Ja, also ich bin wieder fit, topfit und freue mich um morgen. Also klar sind es intensive Wochen, aber zum Glück hatten wir vier Tage zwischen die zwei Spiele und nicht drei. Also ein bisschen Zeit war. Trotzdem nochmal mit Blick auf die Belastungssteuerung. Wie geht ihr den Match der Minus 1 heute an? Klar, man macht immer jetzt nicht eine ganz intensive Einheit, aber vielleicht kannst du nochmal erklären, was genau heute ansteht. Ja, erstmal haben wir Videositzung auf jeden Fall. Und klar, es gibt ein paar Spieler, die viel gespielt haben die letzte Zeit. Die werden wahrscheinlich ein bisschen weniger machen als die, die vielleicht weniger gemacht haben. Und ja, darum geht's. Trotzdem ein bisschen anschwitzen, ein bisschen kratzen an der kleinen Intensität. Und ja, so glaube ich, wird es ankommen. Du hast schon einige Partien gegen Man City spielen dürfen. Du kennst die Mannschaft also. Was genau kommt ganz speziell für dich als Stürmer auf dich zu morgen? Qualität. Erstmal für uns alle, nicht nur für unsere Stürmer, sondern auch für den Rest der Mannschaft. Und ja, das sind halt sind nicht umsonst ja, der beste Mannschaft der Welt, gerade eben, was die Titel auf jeden Fall letztes Jahr gezeigt haben. Aber es gibt nichts Besonderes, es ist trotzdem ein normales Fußballspiel. Aber klar ist da ja, besonders Qualität. Aber wir haben gerade auch am Wochenende gegen Bayern gespielt. Da ist genauso, da ist auch Qualität auf alle 11 Spieler. Und ja, da muss man ab und zu mal leiden. Und das müssen wir in Phasen auch morgen machen. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann doch nochmal Kniffe, die man anders macht? Oder ist es dann wirklich so, Jungs, ihr kennt Manchester City, macht's wie immer? Oder was ist da der Plan? Ja, also klar, der Plan, wir müssen die noch. Wir haben auch eine Videositzung hier gleich und da werden wir die Themen dann angehen, wie wir das morgen angehen werden. Aber klar, das eins ist auch, wir müssen auch unser Spiel mal durchkriegen und so wie wir gerne auftreten wollen. Und ich habe auch in einem anderen Interview gesagt, wenn wir unser Plan zu 100%ig durchführen und gut machen, dann müssen wir uns nicht so viel an der Gegner anstellen. Definitiv, also die letzten Kniffe gibt es heute noch. Vielleicht gehen wir nochmal emotional in dich, wenn du auf morgen blickst. Ausverkaufte Red Bull Arena, Flutlicht, Champions League. Was macht das mit dir, dieses Gefühl, dass das morgen ansteht? Ja, Champions League ist immer geil. Und ja, sobald die Hymne drankommt, dann weiß man, dass es Go-Time ist. Und ja, die Abende sind genau die Schöne und dafür, warum wir Fußball spielen. Ja, wir freuen uns sehr drauf. Vielleicht noch letzte kleine Frage, vielleicht gibt es noch einen persönlichen Einblick. Wie bist du so drauf am Abend vor so einem wichtigen Spiel? Ist man da nervös oder hast du da irgendwie so ein festes Ritual? Trinkst du nochmal deinen Lieblingstee oder was machst du da? Ritual habe ich jetzt nicht. Nervös bin ich auch jetzt nicht mehr. Also früh ins Bett. Früh ins Bett. Ich werde meine Kinder ins Bett legen und ja, mit meiner Frau dann Abendessen machen und ja. Also alles wie immer. Sehr alles gut, Chrissy. Vielen Dank, wir freuen uns auf morgen. Wir auch.